Vertraue ich jetzt dem Teufel, der mir die ganze Zeit Zweifel vorsagt, also diesem Negativen, der mir die ganze Zeit Sorgen zeigt, der mir die ganze Zeit die ganzen Horrorszenarien zeigt? Glaube ich dem? Bete ich das an? Weil das, was ich die ganze Zeit denke und fühle, das bete ich unter anderem auch an. Das Gebet ist das Gefühl. Und das, woran ich die ganze Zeit denke, nicht die 5 Minuten, die ich mich hinsetze und Gott anbete. Gott ist in mir. Ja, der ist näher an mir als meine Halsschlagader. Von daher das Gefühl und meine ständigen Gedanken sind bereits das Gebet. Und die göttliche Liebe weiß, was ich gerade durchmache. Also vertraue ich darauf, dass Gott im Geheimen für mich arbeitet und das Beste für mich möchte. Und dass er so arbeitet, dass ich es gerade nicht sehen kann, aber dass das Beste mich erwartet. Vertraue ich darauf, dass Gott wirklich möchte, dass ich glücklich bin und dass es eine Lösung gibt. Denn wenn ich in Zweifeln bin, wenn ich in Ängsten bin, wenn ich in Sorgen bin, kann ich keine Lösung sehen. Es kann keine Lösung zu mir kommen. Die göttliche Liebe schickt mir Lösungen, schickt mir Chancen, Möglichkeiten, um aus diesem Problem rauszukommen. Ich sehe sie aber nicht, weil ich so tief versunken bin in diesem Höllenbild, was ich mir in meinem Kopf mit erschaffe. Und solange ich das in meinem Kopf habe, wird es im Außen projiziert. Ich erlebe es die ganze Zeit. Aber aus eigener Erfahrung weiß ich, okay, Samar, wenn du anfängst, dein Nervensystem zu regulieren, also indem ich mich entspanne, indem ich anfange, ein bisschen mehr Sicherheit in meinem Körper wirklich zu spüren, dann kann sich etwas in mir öffnen, dass ich an das Gedankenparadies glaube, dass ich wirklich an das Paradies in meinem Leben glaube, dass ich darauf vertraue, dass ich es wert bin, ein gutes Leben zu haben, dass ich es wert bin, dass die göttliche Liebe für mich sorgt, ne? Wenn niemand anders im Außen gerade für mich da ist, dann wer kann besser für mich da sein als Gott. Darauf zu vertrauen, dass die ganzen Zweifel, die ich habe, einfach nur negative Energie sind, der ich gerade Energie gebe. Ich muss dieser Energie gar keine Kraft mehr hingeben, sondern ich vertraue darauf, dass ich wertvoll bin. Denn dass ich überhaupt hier bin, ist eine Möglichkeit von eins, ich weiß nicht zu wie viel Billiarden, Billionen, keine Ahnung, die Zahl ist unglaublich, dass ich als Seele diesen Körper bekommen habe, um hier auf Planet Erde zu sein, ist fast unmöglich. Das heißt, es ist was ganz Besonderes, dass ich gerade hier bin und meine Geschichte ist gerade was ganz Besonderes. Ich will nicht, dass mich jetzt hinstellen, als würde die Welt sich um mich drehen, aber jeder Einzelne ist was ganz, ganz Besonderes und jeder Einzelne hat hier eine Geschichte zu erzählen und hat hier etwas ganz Besonderes, was er erlebt. Und viele haben schmerzhafte Sachen, die sie erleben, aber du musst dich nicht jeden Tag damit quälen, jeden Tag dieses Szenario, dieses Horrorszenario, das sich vor dir abspielt, dass du es in deinen Gedanken immer wieder nochmal abspielst. Man kann sich helfen lassen und man kann nochmal hinschauen, dass man erkennt, dass es noch eine unsichtbare Realität gibt. Das, was ich gerade sehe, ja, ist scheiße, aber es gibt noch eine unsichtbare Realität, wo Gott gerade für mich arbeitet, wo das Beste gerade zu mir kommt. Was mir hilft, wenn ich gerade so unglaublich negativ bin und da drin bin, ist erstens, es mir bewusst zu machen, es wahrzunehmen. Unglaublich wertvoll, weil viele das einfach nicht merken, dieses Wissen nicht haben. Und das ist ja wie ein Gewitter, das vorbeizieht, wenn es gerade scheiße läuft. Und viele stehen in dem Gewitter und stehen da und benennen es und regen sich auf und bleiben dann voll in diesem Problem, ohne zu wissen, es bleibt nicht für ewig, das geht vorbei, meine Liebe. Nehme wahr, dass es gerade richtig scheiße ist. Nehme wahr, alles, was in dir hochkommt, dass du gerade keine Lösung siehst und dass du am liebsten aufhören möchtest. Du hast keinen Bock mehr. Ich war in dem Moment. Es gibt Momente, wo du sagst, es geht einfach nicht mehr. Ich will nicht mehr. Und dann dich zu verbinden mit dem, es ist ja kein Er und keine Sie, aber mit dieser Liebe, die dich hierher gebracht hat, die dich erschaffen hat. Du bist nicht alleine. Und dich mit dieser Kraft in dir zu verbinden. Ich spreche oft gerne einfach Selbstgespräche in meinem Kopf und sage, ich weiß ganz genau, dass du mir zuhörst. Ich weiß ganz genau, dass du hier bist. Es geht nicht mehr. Es ist gerade zu viel für mich. Ich habe echt langsam keinen Bock mehr. Es ist in diesem Körper nicht einfach. Es ist gerade nicht einfach, was ich hier durchmache. Die Emotionen, es ist alles gerade zu viel für mich. Ich kann nicht mehr. Helf mir bitte. Und bisher kam immer eine Veränderung in meiner Realität. Zwar nicht komplett, war auf einmal alles weg, aber es kamen Dinge, die dann mich vorangebracht haben. Was ich gerne mache, ist dann also im Gebet zu bleiben mit dieser göttlichen Liebe, wo ich weiß, sie ist immer da. Das Ho'oponopono, bitte verzeih mir, es tut mir leid, ich liebe dich, danke, immer wieder in die Reinigung zu gehen. Und es bedeutet nicht, dass du schuldig bist, dass du falsch bist, sondern einfach reinige mein Feld, ne, von den Fehlern meiner Ahnen. Das heißt Fehler meiner Ahnen, aber wenn du das Buch liest, das kann ich dir auch gerne nochmal einblenden, von Joey Vitale über das Ho'oponopono, da geht es darum, dass ich immer wieder mein Feld einfach reinige. Da gibt es arabische Sprüche, da gibt es also auch in der Bibel, es gibt das Ho'oponopono, also es gibt es in verschiedenen Gesellschaften immer irgendwelche Sätze, die du sagen kannst, um dich selber zu reinigen, um dein Feld zu reinigen. Denn auch wir machen Fehler und treten ins Fettnäpfchen und verletzen andere, auch wenn wir es vergessen haben oder es gar nicht mehr auf dem Schirm haben.
Und so tragen wir dann diese negative Energie immer noch mit uns. Und das können wir immer wieder reinigen, 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 um endlich das anziehen zu können, was wir wollen. Das hört sich so an, als wären wir fehlerhaft. Wir sind fehlerhaft alle, aber es geht nicht darum, dass wir Sünder sind oder schuldig sind, sondern dass ich mein Feld immer wieder für mich reinige, Liebe und Dankbarkeit. Also wenn ich keinen Bock habe zu sagen, es tut mir leid, ich liebe, dann sage ich einfach nur, ich liebe dich, danke, ich liebe dich, danke, ich liebe Liebe und Dankbarkeit. Diese Wörter haben eine hohe Energie und die immer wieder in dein Feld zu haben, reinigt einiges. Und damit meine ich, dieses ganze, den ganzen Staub wegzureinigen, das Dunkle wegzureinigen, sodass ich in der Lage bin, wieder positiv denken zu können und nicht mehr den Teufel anzubeten, indem ich an seine Sorgen und Zweifel glaube, an die Ängste, dass ich das glaube und dass ich überzeugt bin, dass es für mich alles schlecht aussieht, sondern dass ich wirklich die göttliche Liebe anbete, die nur Licht und Liebe für mich möchte, dass ich mich weiterentwickle, dass ich immer ja, stärker werde in meiner Persönlichkeit und dass ich darauf vertraue, dass Gutes auf mich wartet. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass gerade dann, wenn du es jetzt gerade schwer hast und Dinge durchmachst, die niemand sieht, die du alleine gerade durch die Hölle gehst, dass du weißt, dass du wertvoll bist, dass du nicht alleine bist, auch wenn es gerade so aussieht, du bist nie alleine. Du hast geistige Helfer, du hast die göttliche Liebe, die immer bei dir ist, dass du dich an sie wendest, dass dir bewusst wird, wie geliebt und wertgeschätzt du bist, auch wenn du gerade das durchmachst, was du gerade durchmachst. Von ganzem Herzen wünsche ich dir, dass du mit Leichtigkeit da rauskommst und dass du endlich das Leben in Frieden leben kannst.